Hallo und herzlich willkommen. In diesem nächsten Video zum Honor Holly wollen wir das Handy einmal anschalten. Dazu setzen wir als allererstes den Akku ins Gehäuse ein. Oh, der sitzt sehr stramm. So, beim Verschließen des Gehäuses ist es so, das machen wir genau rückläufig zum Öffnen, das heißt von der Kamera zum USB. Beim Öffnen sind wir ja vom USB-Stecker zur Kamera gegangen. Dann schalten wir das Handy einmal ein. Und da kommt eine kleine Vibration. Und nun läuft einmal der Start von Android hier ab. Im Fall vom Holly ist das Android 4.4. Und dann sollte es gleich einmal zur Einrichtung des Systems kommen. Oder zumindest sollte Android einmal die Standardeinrichtung abfragen. Das dauert jetzt aber wirklich doch recht lange. Das hätte ich nicht gedacht. Ohne dass hier großartig viel passiert. Ich hoffe, das ist nicht bei jedem Start so, dass das Handy erstmal eine gefühlte Ewigkeit braucht, ehe es angeht. Na Mensch. Das ist schon wirklich erstaunlich, wie lange dieses Handy braucht, ehe es sich überhaupt aktiviert. Ich lasse jetzt auf alle Fälle von hier an das Video schnell laufen. Keine Ahnung, wie lange das hier noch geht und so. Ewig muss das Video nicht laufen. So, und dann hat es das Handy doch tatsächlich noch geschafft. Wir stellen mal einmal die Sprache auf Deutsch und Deutschland ein. SIM-Karte hatte ich ja wie gesagt nicht eingelegt. Erstmal nur eine Micro-SD-Karte. Hier will das Handy WLAN einrichten. Das machen wir jetzt in dem Fall nicht. Dürfen Apps meinen Standort feststellen? Von mir aus gerne. Das Datum lässt sich hier nicht automatisch einstellen. Das heißt, wir müssen dem Handy hier mal helfen. Wir haben den, oh Gott, 3. März 2015. So. Und drücken einmal fertig. Boah, die aktuelle Uhrzeit ist 11:20 Uhr. Ich denke mal, falls das Handy eine SIM-Karte eingesetzt bekommen hätte, dann würde es vielleicht danach fragen, ob es nach der Netzzeit sich richten soll. Aber das nehmen wir so jetzt erstmal in Kauf. Man kann die Zeitzone noch ein bisschen genauer einstellen, aber na. Berlin, genau. Da haben wir das auch geklärt. Google-Dienste weiter. Und nun sind wir auf dem ersten Bildschirm oder auf dem Startbildschirm des Honor Holly. Ich gehe mal noch ein Stückchen näher ran.
dann sehen wir, hier sind diverse Sachen schon drauf. Klar, Kamera, Uhr, Standardeinrichtungen. Einmal nach links gewischt, der Bildschirm ist leer. Eine App für Musik. Wir haben hier diverse Google-Apps, die bereits vorhanden sind. Ich kann den Ordner umbenennen und ich kann hier die Ordner verwalten, indem ich einmal oben rechts auf den Plus-Button klicke mit der Zurücktaste. Dann gibt es hier Werkzeuge, das ist das UKW-Radio, der Rechner, der Soundrecorder, Datensicherung, Dateimanager. Also hier ist zumindest schon mal auch ein ordentlicher Dateimanager oder überhaupt ein Dateimanager installiert. Die System-Update-App, Wetter-App und ein SIM-Toolkit. Klar, das ist ein Dual-Handy, hier muss man die SIM-Karten auch verwalten können. Dann sehen wir, hier ist auch diverse Bloatware drauf installiert. Das finde ich überhaupt nicht toll. Da ist natürlich die Frage, ob die sich im späteren Verlauf dann auch deaktivieren oder beziehungsweise deinstallieren lassen. Also Facebook, Twitter, Mobilfunk und Games, diverse Games. Alles das brauche ich auf einem Handy nicht. Zumindest nicht in der... Hat mir das Handy gerade versucht, einen Hinweis geben zu wollen. Den konnte ich nicht annehmen. Und dann klicken wir mal hier drauf und dann kommen wir zu einem kleinen Menü. Und ansonsten haben wir hier unten den Internetbrowser, der zurzeit keine Verbindung hat. Die App für SMS-Nachrichten, die Kontakte und die Telefon-App. Das funktioniert hier ja zurzeit nicht, weil, wie gesagt, keine SIM-Karte installiert. Ansonsten, so von der ersten Bedienung her, stockt erstmal nichts. Mal schauen, wie es sich so im weiteren Verlauf zeigt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war das Video zur ersten Inbetriebnahme und ein erster kleiner Einblick. Alles weitere zeige ich dann in späteren Videos. Wem das Video gefallen hat, der darf gerne einmal den Daumen nach oben drücken für Fragen und Anregungen. Nutzt doch bitte die Kommentare. Ciao, ciao und bis bald.